Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte: Helft euch beim Erledigen eurer Angelegenheiten, indem ihr sie geheim haltet. Denn jeder, der eine Gabe besitzt, wird beneidet. Denn jeder, der eine Gabe besitzt, wird beneidet. Also soll man darauf achten, nicht alles preiszugeben, nicht jedem. Besonders in der Zeit von Instagram, du hast einen schönen Urlaub gehabt. Ja, schön für dich, das muss nicht die ganze Welt mitbekommen. Aus Schutz, aus Selbstschutz sage ich das, also damit dir nichts passiert. Denn entweder jemand sieht das und sagt nicht, Tabarakallah, der sieht, du bist am Strand auf den Malediven, boah. Anstatt dass er Tabarakallah sagt, zack, trifft er dich mit einem Auge. Das muss nicht heißen, dass er es böse meint. Ein Auge, du kannst dich ja selbst mit einem Auge treffen. Wenn du in den Spiegel siehst, oder Allahu A'lam, du hast irgendwas gemacht und du sagst, Junge, war das toll. Anstatt dass du Tabarakallah sagst, dann triffst du dich ja selbst mit einem Auge. Du hast ja keinen Zorn gegen dich selbst oder du verabscheust dich ja nicht selbst. Also das Auge muss nicht unbedingt mit Hass verbunden sein. Der kann dich lieben, diese Person, aber hat nicht Tabarakallah gesagt. Oder noch schlimmer, du postest da deine Videos und Bilder von deinem Urlaub, von Allahu A'lam, was du da getan hast, und er beneidet dich. Und Neid bedeutet, er wünscht sich, dass du diese Gabe verlierst.